Mit 4 Siegen aus 14 Spielen musste sich etwas ändern beim VfB Oldenburg. Predrag Uzelak ist der neue Trainer, der diese Veränderungen und den Erfolg bringen soll. Uzelak kommt vom BSV Rheden, dem nächsten Gegner des VfB im Marschwegstadion. Nicht nur, dass er jetzt den VfB gegen seinen Ex-Verein zu 3 wichtigen Punkten führen soll, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten, trainiert er beim VfB zusätzlich auch noch seinen Sohn Franco. Mein Name ist Predrag Uzelak, ich bin 48 Jahre alt und seit genau einer Woche bin ich Trainer bei VfB Oldenburg. Das war nicht länger bekannt, das war ganz spontan, das war so stundenweise sozusagen, das musste ich mir auch entscheiden und ich habe mich auch so spontan auch entschieden wie noch nie. In ein paar Stunden habe ich zugesagt und schon Mittwochabend habe ich Training geleitet. Ja, also VfB kenne ich eigentlich sehr gut schon seit einigen Jahren, wo ich noch SV Wilhelmshaven trainiert habe. Da haben wir auch gegen VfB gespielt und seit dann bin ich oft als Gast im Marschwegstadion gewesen, viele Spiele gesehen, weil ich auch in Kloppenburg wohne, ist auch keine Entfernung und ja, mit BSV Rheden habe ich auch Spiele gegen Kloppenburg gehabt. Von daher kenne ich sehr gut. Also ich habe in Kroatien sehr früh angefangen und ich habe auch nur Fußball gespielt, also Profifußball. Und nach Deutschland bin ich ziemlich spät gekommen, ja, so mit 28 ungefähr, war 1993 zum FC Gütersloh. Und dann habe ich bei LR Aalen auch gespielt und bei BV Kloppenburg. Das war meine letzte Spielerstation hier in Deutschland. Bei mir gab es nur Fußball. Von klein, also vor 4, 5 Jahren, wo ich war, und gab es nur Fußball. Ich habe nur geträumt, Fußball gespielt, trainiert, also mit viel Leidenschaft. Und Fußball ist einfach mein Leben und so ist es auch geblieben bis heute auch. Ja, ich bin einfach leidenschaftlich, ich bin einfach, ich liebe Fußball und ich versuche auch, mein Spiel auch zu vermitteln. Ja, das werde ich versuchen, das habe ich überall auch versucht. Ich denke, das hat mir auch ganz gut gelungen in meinen bisherigen Stationen. Und ich fordere nichts von meinen Spielern, was ich früher nicht gemacht habe. Also ich war auch, sage ich ganz ehrlich, Profi durch und durch. Ich habe mich immer für die Spiele vorbereitet, gefreut und so habe ich auch gelebt. Also bei mir gab es auch zum Beispiel keine Nachtausflüge oder Alkohol. Ich war 1000%ig Profi und so habe ich in meiner Karriere auch gemacht und das fordere ich auch von meinen Spielern auch. Frank hat auch gespielt, auch bei meinen Vorgängern und bei Alex Nuri hat auch fast alle Spiele mitgemacht. Von daher sehe ich so keine großen Probleme. Er ist hier für mich in erster Linie Spieler. Und ja, dass er auch leidenschaftlich Fußball spielt, das ist auch klar. Das habe ich ihm auch immer gesagt, dass er sich für jedes Spiel auch vorbereiten muss. So richtig. Und wenn das so auch dann kommt, dass am Spieltag er nicht so gut spielt, ja, dann kann er sich auch keinen Vorwurf machen. Weil ich habe immer so gemacht und denke, das ist auch ein Weg auch zum Erfolg auch und diese Liebe auch zu dem, was man auch macht. Das ist einfach bei uns in Familie, also mit Franco auch, wir sind einfach nur fokussiert auf den Fußball und wenn wir nicht live Fußball sehen, dann im Fernsehen und bei uns läuft nur, nur Fußball, Fußball, Fußball. Aber jetzt bin ich hier bei VfB Oldenburg und ich freue mich auch riesig, weil VfB Oldenburg ist auch ein Traditionalverein, auch, wo man jetzt im Stadion geht, wo die nie unter 1500 Leute spielen. Das habe ich schon mal zu meiner Mannschaft gesagt. Das ist auch eine ganz andere Sache, wenn man spielt vor 300, 400 Leute oder vor 2000. Ja, das habe ich alles erlebt oder noch mehr. Und, wie gesagt, also ich freue mich, hier bei VfB Oldenburg zu sein und ich werde mein Bestes tun, dass wir hier erfolgreich werden.